Welche Geräte testest du aktuell? Ja, was ich gerade teste, das sind halt hier diese neuen Geräte, die also da auch mit unter meiner Mitwirkung und dann auch von Yasin Akgün da entwickelt werden, damit wir halt was Brauchbares haben. Das große Problem von den großen Wasserionisierern ist halt, dass dieser verdammte Wasserstoff sehr schnell ausgast und man ihn kaum daran hindern kann. Das heißt, wenn ich jetzt morgens, wie so der normale Mensch, morgens zur Arbeit gehe und dann da 10 Stunden weg bin von zu Hause und das Wasser dann erst nach 8 Stunden trinken will, dann habe ich einen großen Verlust. Wenn ich so einen Booster habe, dann kann ich das Wasser mitnehmen, das hat schon eine gewisse Vorqualität und dann booste ich das nochmal auf, dann habe ich es wie frisch. Und das ist halt jetzt so, ja, sagen wir mal, der mobile Wasserionisierer für die Smartphone-Generation, das, was wir jetzt da gerade entwickeln. Und da sind jetzt auch eben solche Ideen da in Arbeit und ziemlich weit sogar schon fortgeschritten. Und damit wir diese Technologie eben auch populär machen können, weil so ein großes Teil zu Hause, das ist natürlich jetzt nicht jeder Frau und jedes Mannes Sache. Ne? So, vor allem in den Anfangsjahren, also so 2004 oder sowas, als wir die ersten aus Fernost da importiert haben, Wasserionisierer, da habe ich also oft den Satz gehört, also sowas kommt mir nicht in die Küche. Die sahen auch ziemlich kitschig aus, halt so asiatisch verspielt mit so bunten, pinkfarbenen Figürchen drauf und schönen asiatischen Schriftzeichen. Das kann man natürlich jetzt in der Pockenpol-Küche nicht aufstellen. Da gibt es Proteste. Und inzwischen haben wir natürlich aber auch die Designhoheit, wenn wir solche Geräte bestellen und sagen, so soll das aussehen, es muss Western elegant Design haben, und dann haben wir jetzt schon ganz schöne Sachen, muss ich sagen.